Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe heute für euch eine neue Folge von T54 Mod 1 Advanced Gameplay dabei. Wir befinden uns auf Lakewell und ich bin unterwegs im Platoon mit Carillon aus meinem Clan und einem sehr, sehr guten Freund aus meinem Real Life, Parker. Ihr seht selber, er hat gerade erst angefangen, das Spiel zu spielen. 3000 Gefechte auf dem Buckel, von daher noch eher unerfahren. Wir haben hier eine statistische Siegchance von 54%, die Teams also sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben im Gegnerteam zwei starke Top-Tier-Heavies mit der IS-3 und dem Tiger 2. Ja, und dann noch ein Super-Pershing-Platoon, mit dem wir noch einigermaßen Probleme bekommen werden. Vielleicht ganz kurz nochmal zwei, drei Worte zur Meta. Ich habe ja Lakewell jetzt schon häufiger mal vorgestellt. Grundsätzlich ist das hier so der Weg für Lights und schnelle Mediums in die Mitte zum Spotten. Alles, was da vorne so quer fährt, kann man hier sehr, sehr gut aus diesem zweiten Busch, ich zeige das jetzt hier so deutlich, damit das auch jeder mal versteht, aus dem zweiten Busch. Nicht aus dem ersten hier. Wenn ihr in dem ersten steht, wird die Sicht durch den zweiten Busch hier verdeckt. Das heißt, ihr spottet nichts. Ihr müsst schon in diesen Busch fahren, um was zu spotten. Mit einem T54 Mod 1 könnte man sogar, das habe ich in der Vergangenheit auch häufiger gemacht, hier reinstoßen in so eine Matchup und bis zu dieser Position fahren, um vielleicht hier aggressiv zu spotten und auch schon aggressiv zu kämpfen. Ja, ansonsten bietet es sich an, vielleicht mit einem T54 Mod 1, wenn ihr seht, dass jemand in die Mitte fährt, einmal ganz kurz hier Halt zu machen, zu schauen, ob man vielleicht den einen oder anderen Schuss in die Mitte loswerden kann und danach zügig in die Stadt, weil in so einem Matchup Tier 8 könnt ihr mit dem T54 Mod 1 auch dahin fahren, und ich hatte das ja bereits angesprochen in meinen ersten beiden Folgen, wo die Heavys kämpfen, und das ist hier oben in der Stadt. Wir werden uns, und das werdet ihr gleich sehen, ich habe mich da mit Parker und Carillon abgesprochen, wir werden uns gleich so aufteilen, dass Parker mit seiner IS-3 hier oben diese Straße hält. Das ist meistens so der Anfahrtsweg für die gegnerischen Heavys. Das heißt, ich habe ihm gesagt, er soll hier einfach nur eine Blocking-Position einnehmen, die Gegner hier aufhalten. Und ich werde zusammen mit Carillon diese Straße und diese Straße absichern, so dass wir im Prinzip die Möglichkeit haben, nach Bedarf aus drei Richtungen zu feuern, den Gegner aus drei Richtungen unter Beschuss zu nehmen und hier größtmögliche Verwirrung in der Stadt zu stiften. Und wir werden sehen, dass diesmal auch das nahezu das gesamte Gegnerteam sich dazu entschieden hat, hier in die Stadt zu fahren, was auch sehr, sehr selten ist, weil normalerweise fahren eher unerfahrene Spieler gerne hier durch den Canyon. Wir haben hier gleich so ein richtiges Shootout in der Stadt, also freut euch da schon mal drauf. Ja, und ich hatte es auch schon kurz, ganz kurz angesprochen, der Canyon auch immer sehr beliebt, gerade wenn es keine Arti gibt. Jetzt haben wir hier auf beiden Seiten eine 8er Arti. Bitte lasst es. Es reicht, wenn hier ein starker TD steht, also wenn sich jetzt hier eine SU 152 hinstellen würde, das würde völlig ausreichen. Vielleicht noch mit einem zweiten TD, was auch immer. Aber dann hat der Gegner eigentlich schon keine Chance mehr, wenn die einigermaßen vernünftig hier arbeiten. Und wie gesagt, das Gefecht wird in der Stadt und in der Mitte entschieden. Von daher, ich würde sagen, wir starten jetzt ins Gameplay und schauen einfach an, wie wir das gemacht haben. Ja, wie ich es schon angesprochen hatte, werde ich auf jeden Fall zusammen mit Carillon nicht in die Mitte fahren. Wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal ganz kurz in der Mitte Halt machen, beziehungsweise hier hinten an der kleinen Ridgeline, um vielleicht in die Stadt, beziehungsweise in die Mitte zu feuern. Wir sehen auch schon, dass sich da ein VK jodelt, der VK 3002M. Sieht jetzt statistisch gesehen nicht aus wie der stärkste Spieler und auch nicht wie jemand, der das Sichtsystem verstanden hat. Er hat nichtsdestotrotz hier den Panther M10 gespottet, aber er ist auch selber gespottet und wird da schon direkt von der Arti rausgenommen. Von daher könnt ihr euch dann auch getrost jetzt umdrehen und in die Stadt fahren, weil ihr werdet da keine Spots mehr bekommen, nachdem der VK einigermaßen sinnlos sein Leben gelassen hat. Haben wir uns dann dazu entschieden, jetzt hier einfach weiter zu drücken und zu schauen, ob wir Druck machen müssen oder ob der Gegner von alleine sich in der Stadt anbietet. Das ist ja auch mal so eine Frage. Ihr könnt eine gewisse Zeit lang in der Stadt abwarten, wenn dann aber nichts passiert. Gerade wenn ihr jetzt in so einem Top-Tier-Platoon wie wir unterwegs seid, dann müsst ihr Druck machen. Mal schauen, ob wir hier schon den ersten Gegner finden. Wir haben gesehen, dass ein Panther M10 da aggressiv unterwegs war. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als er mir jetzt hier gleich vor die Kanone fährt. Ich hab im TS gesagt, was ein Wahnsinniger. Grundsätzlich solltet ihr solche Aktionen, wenn ihr in einem Tier 7 Med unterwegs seid, lassen, in diesen Bereich der Stadt vorzufahren.
Ja, das ist mehr als wahnsinnig. Das hat jetzt hier auch im Prinzip den M110, M10 sein ganzes Leben gekostet. Ich wollte jetzt hier unbedingt den Kill haben. Fail hier auf den M10 und habe mir von der IS-3, die da oben schon an der Kirche sehr, sehr offensiv, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, die schon sehr, sehr offensiv stand, einen Schuss für 365 gefangen. Und ihr seht es jetzt schon selber, wir haben hier ziemlichen Druck. Tiger P, Tiger 2, IS-3, Tiger 1, T20 und die beiden Super Pershing, alles in der Stadt. Also wirklich alles, was Rang und Namen hat und vor allem Top-Tier im Gegnerteam ist, ist hier in der Stadt vertreten. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was der T54 mit seiner Armor kann. Ich habe jetzt hier, weil wir in so einer Situation sind, APCR geladen und ich jetzt hier gegen zwei Super Pershing fast alleine kämpfen muss. Da bounced der erste Super Pershing. Wir können uns jetzt ehrlich gesagt gegen so viele Gegner hier in der Stadt nicht leisten, auch nur einen Schuss zu bouncen, weil wir stehen hier auch relativ, und das müsst ihr bitte auch immer bedenken, das, was ich jetzt hier mache, ist sehr, sehr gefährlich, weil die Arti kann hier auch noch reinfeuern. Von daher müsst ihr zusehen, dass ihr möglichst schnell die Situation hier klärt. Und wenn ihr da an der Munition geizt, dann kann es doch sehr, sehr schnell sein, dass euer Team entscheidende Panzer verliert, beziehungsweise entscheidend an HP verliert. So, wir können jetzt hier schön den Super Pershings, die machen es ehrlich gesagt ein bisschen falsch. Die sind, die ziehen sich wieder zurück, anstatt dass sie die Aggression hochhalten. Carillon hatte jetzt das Pech, dass der Tiger 2 ihn von oben rausgenommen hat. Ich habe jetzt hier schon mal den einen Super Pershing angezündet. Das hat ihm dann doch ein bisschen Respekt verschafft und er befindet sich wieder im Rückwärtsgang. Leider hier den Umriss vom T26 nicht sauber gesehen. Aber ihr seht schon, was wir alles. Wir haben jetzt schon 7 Treffer kassiert. Jetzt sind es 8, 6 davon gebounced. Wir konnten jetzt hier den Super Pershing rausnehmen. Der T20 hat uns getroffen von hier oben. Ich muss jetzt zusehen, dass ich den Super Pershing hier loswerde. Ich habe auch nur noch 2 APCR-Schüsse drin. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier möglichst schnell weitermachen. Jetzt leider an dem T20 vorbeigeschossen. Schon wieder ein Schuss gebounced und da kommt der Tiger P. Auch der Tiger P bounced an uns. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal auf den Tiger P fokussieren. Jetzt habe ich die Seite zum T26 gedreht und der kommt leider bei uns durch und auch der Tiger P penetriert uns. Jetzt jodelt uns ein Tiger und Gott sei Dank hilft mir hier die IS mit dem Tiger und der Tiger platzt instant. Wieder ein Schuss gebounced. Ihr müsst halt immer zusehen, dass ihr die Front zu den Gegnern dreht. Jetzt habe ich hier mit dem Schuss scheinbar seinen Amorek getroffen. Und da platzt er. Das ist natürlich sehr, sehr lucky, dass wir hier quasi den gesamten Tiger P vernaschen durften. Und unser Team Parker hat oben schön die Straße gehalten, schön die Tiger 2 und die IS-3 auch weiter beschäftigt. So konnte ich mich hier nach und nach um die Panzer kümmern. Wir haben jetzt hier schön die Flanke vom T26 E4. Das ist natürlich ein Geschenk, gerade vor dem Hintergrund, dass wir keine APCR mehr haben. Und können hier weiter schön auf den Super Pershing schießen. Der Super Pershing betrachtet uns auch gar nicht weiter. Das ist ein Fail von ihm vielleicht. Jetzt ist hier auch noch ein T20, der sich auch nicht um uns schert. Und leider, leider ist hier das Gefecht für uns vorbei, weil uns der Jagdpanther aus diesem Bereich beschossen hat. Der stand hier oben und hat im Prinzip gerade so ein... Ja, er darf eigentlich nur minimal unser vorderes Kettenrad gesehen haben, weil der Rest auch noch ein bisschen hier durch den Super Pershing abgeschirmt wird. Also hat uns hier aus diesem Bereich getroffen. Aber... Gott sei Dank haben wir diesen Schuss erst sehr, sehr spät bekommen, nachdem wir schon 4600 Schaden und 2 Kills gemacht haben. Wir haben im Prinzip hier das gesamte Gegnerteam aufgefangen, auch wenn Carillon relativ schnell geplatzt ist. Das war natürlich ärgerlich. Aber wenn ihr euch einfach mal anschaut, was jetzt hier für ein Friedhof entstanden ist, für einen Panzerfriedhof. Parker hat das da oben, dafür, dass er so unerfahren ist, sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gehandelt, hat auch 2 Kills gemacht, hat die 8er Heavies beschäftigt, während wir hier mit unseren 8er Mediums sich um uns um die 8er T26 kümmern konnten, um den Tiger P, um den T20, hin und wieder auch um den Tiger 2 und um den Tiger 1. Also das war ein sehr, sehr schönes Zusammenarbeiten hier. Gott sei Dank ist auch die IS und die Su-152 sowie die IS-6 mit in die Stadt gekommen. Wenn wir hier weniger Panzer in der Stadt gehabt hätten, dann wären wir wahrscheinlich sehr, sehr schnell überlaufen gewesen. So konnten wir ein Maximum rausholen. Und ich habe dieses Replay jetzt einfach mal für euch mitgebracht, um euch dann doch zu zeigen, wie krass dieser, wie krass der T54 Mod 1 unterwegs ist und was er so alles bouncen kann. Ich würde sagen, wir schauen vielleicht mal ganz kurz auf die Postgame-Stats.
Ja, und schon das zweite Ace-Tanker-Gameplay, was ich euch mitbringen kann. Wir haben wieder 129.000 Credits ja, auf dem Papier plus gemacht. Wir werden gleich schauen, dass es nicht ganz so viel war. 2.000 Erfahrungen. Das ist natürlich sehr, sehr sportlich dafür, dass es nicht unser doppelter Tagessieg war. Lass uns mal ganz kurz hier auf die Teamscore schauen. Wir sind mit 4.600 Schaden und 2 Kills und 1.393 Basiserfahrung hier erster. Und ihr seht schon selber, Parker zweiter mit 1.915 Schaden und 3 Kills. Also wirklich sehr, sehr stark da oben die Panzer aufgehalten. Hätte er das da nicht so gut gemacht, dann wären wir viel, viel früher überrannt worden. Von daher hier nochmal Respekt, schon nach 3.000 Gefechten so eine Übersicht zu bewahren und vor allem auch sich so lange selber im Spiel zu halten, ohne sich da künstlich zu wasten. Das macht er schon richtig, richtig stark. Ja, wie sieht das im detaillierten Report aus? Wir haben selber 23 Schüsse abgegeben, 22 davon getroffen, also gar nicht so schlecht, aber nur leider nur 16 penetriert. Das liegt daran, dass die T26 halt doch hin und wieder sehr, sehr trollig mit dem Turm unterwegs sind. Aber insgesamt 4.600 Schaden, das ist schon eine Ansage mit dem T54 Mod 1. Und was noch viel krasser ist: Wir haben 2.480 Schaden einfach mal so geblockt. Ihr habt selber gesehen, Tiger P ist nur durchgekommen, wenn wir ihm die Seite präsentiert haben. Die Super Pershings sind regelmäßig an unserem Turm gescheitert. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, so eine Position zu beziehen, dann dreht immer die Front von eurem Panzer zum Gegner. Und ihr habt es ja selber gesehen, wenn ihr gegen euergleichen spielt, gegen Super Pershing, gegen Tiger, die haben extreme Probleme, euch solide zu penetrieren. Gerade wenn ihr euch schön anwinkelt. Das haben wir jetzt hier in dieser Partie richtig gut gemacht. Und das war im Prinzip auch der Grund, warum ich euch das mal mitgebracht habe. Einfach um euch zu zeigen, dass der T54 Mod 1 auch ein Brawler sein kann. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist der T26 Super Pershing auch eigentlich eher ein Heavy. Und dann haben wir im Prinzip fast gegen ausschließlich Heavys gekämpft und das ist halt im Prinzip das, was der T54 Mod 1 auch kann. Ja, unterm Strich, wir haben natürlich am Anfang sehr, sehr viel APCR-Munition auf die Super Pershings geschossen, von daher hier minus 63.000. Dann benutzen wir noch Rationen im T54 Mod 1, nochmal 20.000 abgezogen und trotzdem haben wir 40.000 Credits plus gemacht, obwohl wir so viel APCR geschossen haben. Also ich denke, der Panzer lohnt sich allemal, auch wenn ihr ihn mit allen ja, Premium-Gütern, die ihr so finden könnt, ausrüstet, macht ihr trotzdem noch Plus, wenn ihr ihn einigermaßen solide fahrt. Ich hoffe, das Replay hat euch wieder einiges zeigen können. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und vor allem abonniert auch sehr, sehr gerne meinen Channel. Es wird jetzt in Zukunft natürlich noch viel, viel mehr T54 Mod 1 Gameplay kommen. Und ich kann auch allen immer nur ans Herz legen, guckt euch bitte auch die ganzen anderen Videos an. Nicht, weil ich dann mehr Klicks bekomme, sondern einfach, weil in den anderen, auch in den Top-Tier-Medium-Partien, gerade in den 10er-Gefechten, wird sehr, sehr viel zur Meta analysiert. Werden Positionen gezeigt. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, selbst wenn ihr den Panzer nicht habt oder er euch nicht interessiert. Guckt euch trotzdem das Gameplay an, weil ihr lernt daraus auf jeden Fall die Karten besser kennen. Und ich spreche auch sehr, sehr viel zu den Karten an. Also tut euch selbst einen Gefallen, wenn es euch weiterhilft, guckt euch auch den Inhalt an. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Advanced Gameplay. Haut rein!